Hallo und ich bin mal wieder da und heute machen wir was ganz Tolles. Heute machen wir Wiener Schnitzel. Und Wiener Schnitzel zeige ich euch, wo das geht. Es gibt die verschiedenen Variationen. Das sage ich euch während meiner Rezept, zeige ich euch, wie es geht. Aber erst machen wir mal das Grundrezept, was wir brauchen. Und dann kann ich euch ein bisschen was über das Wiener Schnitzel erzählen. Und woraus wir das machen. Also das Wichtigste ist beim Wiener Schnitzel, dass wir das aus Kalbsschnitzel machen. Und das Beste von dem ist Kalbsrücken. Und wir machen das Beste für uns, für meine Fans, Kalbsrücken. Und da haben wir schon mal die Schnitzel habe ich hier. Die werden wir gleich mal hier mit unserem Brett später noch ein bisschen grad kloppen, aber erst sage ich schon mal, was man braucht. Wir machen dann hier erstmal das Butaris neu, weil wir brauchen ja nachher, das muss hier richtig drin schwimmen, das Wiener Schnitzel. Machen wir mal das hier da. Aber was da sieht, verbrennt immer schön langsam. So, gut. Und dann wollen wir das mal hier hinlegen, genau da neu. Den brauche ich schon hier. So, und dann machen wir erstmal hier das Mehl neu. Das brauchen wir als erstes. Ich nehme hier ein Spätzlemehl, das ist für mich besser für die Panade. Ne? Wenn ich alles schön neu lege. Dann brauchen wir Eier. Die müssen wir noch ein bisschen klippen. Dann kommt auch gleich ein bisschen noch ein bisschen Milch dazu. Dann haftet das ein bisschen besser. Und es gibt ein bisschen Blase. So, da hole ich gerade nochmal die Sahne raus. Aber nicht so viel Sahne, sondern einfach nur ein bisschen. Oh. Dann lass das schön nochmal durchklippen. Also wie Rühreier, Kleppereier. Deswegen klappe das hier, das ist das Kleppereier. Okay. So. Das machen wir hier als zweites dann noch in den zweiten. Das zweite Behältnis neu. So, dann brauchen wir Weckmehl. Das mache ich meistens selber oder kannst du beim guten Bäcker kannst du das wunderbar kaufen. Und Schäder voll neu gemacht, nicht sparen, sonst schmeckt das wie der Schnitzel nachher gar nicht. Kann man so ein bisschen machen. Was ich noch mache, ich tue immer, bevor wir anfangen zu panieren, das muss ich auch mal gleich hier ein bisschen nochmal da, so, immer noch ein bisschen Pfeffer. Und Salz schon mal da ins Mehl da neu. Das könnt ihr später bei 8 machen, wie ihr wollt. Und dann nehmen wir das Salz hier nicht, wir nehmen immer unser. Genau, unser Salz. Unser extrares Salz vom Mainzer. So, dann kann man das ein bisschen durchmachen, ein bisschen durchschmecken. Siehst du, dann sieht das schon schön aus. So, jetzt holen wir unser Kalbsschnitzel nachher. Holen wir ein bisschen Kalbsschnitzel. Und ihr seht, das ist ein Kalbsrücken, der ist so groß. Den legen wir jetzt mal hier drauf. Einmal. Und da habe ich noch mal eins. Legen wir neben drauf. Und die anderen machen wir weg. Die könnt ihr, bevor ihr die halt so macht, aus dem Kühlschrank schon mal so 10 Minuten holen, dass ich so ein bisschen Zimmertemperatur habe. Dann schmeckt das noch besser. Dann sind sie besser zu bearbeiten. So, dann habe ich jetzt hier schon mal so. Dann nehmt ihr eine Frischhaltefolie. Ich habe mit der Frischhaltefolie schon unten drunter alles abgedeckt. Hier macht ihr eine drüber, dass sie so spritzt. Und da gibt es einen Klopper. Da könnt ihr hier kloppen. Es gibt auch online Leute, die machen es mit der Bratpfanne. Könnt ihr auch machen. Oder vielleicht auch ein Kopis hier, könnt ihr auch machen. Das geht ja auch da. Nur müsst ihr euch euer Stirn da ein bisschen sauber machen nachher wieder. Und wenn ihr mal irgendeinen Zahn habt, aufheben und ne, dann haut er drauf. Und da, yeah, der fällt auch meine und auch meine und auch meine. Hörst du? Und je mehr da drin ist, Energie, umso schmaler werden die auch. So, guck, jetzt haben wir die, jetzt machen wir es oben ab. Guck. So, dann machen wir den Teil der Arbeit wieder. Dann haben wir unser schönes Schnitzelchen. Wo habe ich schon mal Gabel? So. Seht ihr, so sieht es flach aus. Ja, kann man nochmal rumdrehen, so. Dann können das hier, oh, das habe ich mit der Hand genommen, da. Können das hier ein bisschen schön neu machen. Rumdrehen, guck mal, wie schön das aussieht. Was ihr hier andrücken könnt, ist okay. Aber was ihr nicht macht später, ist bei einem Panieren andrücken. Einfach neu legen und richtig rumlegen. Und dann gibt das gleich in den Ding da neu. Und wenn es auch nicht zu heiß ist, ne, sonst verbrennt es. Jetzt machen wir das in unsere Chemischung da neu. So, in unsere Eimischung da neu. Einmal. So. Zweimal. Dann schön ablaufen lassen, dass überall alles bedeckt ist. Huck.
Und jetzt gibt der Moment, wo der die Panaden nachher, die muss schmecken. So, der neue Lehe. So, und dann könnt ihr auch hier ein bisschen, wenn ihr einen Käseriteller habt, könnt ihr das mal schön drüber machen. Wenn ich das umgedreht. So. Da sieht das schon mal schön aus, da könnt ihr noch mal ein bisschen drüber machen. So, dann kommt das, ist heiß genug so, wir machen dann so eine Probe, ja, wie schön das aussieht. Dann machen wir eine Probe, oder wie das ist da und hier rundherum, überall paniert. Jetzt probieren wir mal, ob das schon heiß genug ist. Fängt schon an zu brutzeln, wir können das gerade noch einen Augenblick heißer machen. Dann nehmen wir noch schon eins neu. So. Fängt schon an zu brutzeln, dann machen wir gleich das auch noch neben drauf. Und schön immer mit dem Mehl dunkel. Ja. Und hier mit dem Ei nochmal neu. So. Und auch nochmal wunderbar. Jetzt schon schön drin schwenken. Und auch immer ablaufen lassen. So, das ist schön, immer alles ablaufen. Dann gibt es nochmal neu in das Bad. Mal richtig neu machen, hier nochmal rumdrehe. So. Und dann nimmt das wieder und dreht es wieder rum. Dann zeige ich diesmal nämlich in die Hand, weil ich der mir irgendwann in die Hand nehme. Hier, dann seht ihr, wie schön das ist. So und so. Und dann gibt das hier ins nächste neu. So, und jetzt warten wir gleich. Dann tun wir es gleich rumdrehen. Das müssen wir wieder wegmachen. Jetzt fängt es schon schön an zu brutzeln da drin. Und jetzt wieder Schnitzel, ne? Das kommt daher, wo wir gerade mal da die Finger noch abholen. Das kommt ja, wie gesagt, das kommt ja aus Wien. Wir haben ja recherchiert, was ist ein Wiener Schnitzel, aber es gibt da, wir haben nur rausgekriegt, es ist 200 Jahre alt schon. Gibt es seit 200 Jahren, aber wie das von Wien daherkommen ist, noch mehr mit der Kutsche oder mit dem Auto oder hat er getragen, wissen wir nicht. Gell? Aber es gibt ja auch Wiener Würste, ne? Wisst ihr den Unterschied zwischen Wiener Würste und Wiener Schnitzel? Wiener Würste ist rund und ein Schnitzel ist so gerade, mit paniert. Das ist der Unterschied. Und deswegen machen wir einfach, weil es einfach schöner aussieht, machen wir hier einen Mainzer Wiener Schnitzel. Und dann seht ihr, geht ganz langsam, macht wieder wie immer, ein bisschen Geduld. Und dann drehen wir das rum und dann holen wir uns gleich mal so eine Delle. So. Nehmen wir da oben hier. Guckt euch, wie schön das da brutzelt. Also das ist ein Mainzer, das ist ein Wiener Schnitzel, Mainzer Art von mir. Gesagt, was dazugehört, ist nachher Preiselbeeren, müsst ihr nachher zumachen, und Zitrone. Und in Wien wird das ja als Traditionsessen gemacht. Guck, jetzt sieht es schon mal aus, schön aus. Da wird Kartoffelsalat gemacht. Ihr habt ja meinen Kartoffelsalat jetzt schon gesehen. Ne? Und bei den Wiener, der ist den Kartoffelsalat mit Gurke. Also Kartoffelsalat mit Gurke. Also Kartoffel-Gurkensalat, so heißt das. Ne? Guck mal, ihr seht hier schon mal die Farbe, das ist ja schon allein schon ein Gedicht. Da können wir hier nochmal die Ding aufschneiden, die Zitronen. Warte mal, das habe ich hier unten. Das mache ich dann nochmal rüber, wenn es gleich, wenn ich das gleich rüber hole, ist gleich fertig dann da. Dann macht ihr nämlich durch. So. Und vor allem habe ich eine Bio-Zitronen, die habe ich bei uns im Markt gekauft. Also, gell? Bio-Zitronen. Dann macht ihr gleich zwei Scheiben. So, die nehmen wir da hin. Die können wir gleich drauf machen. Und dann machen wir das da auf. Dann brauchen wir noch ein Löffelchen, kleiner. So, dann können wir das ein bisschen garnieren. Und seht ihr schon mal, da seht ihr die Wölbungen drin, wie schön das Wiener Schnitzel wird. Guckt mal. Und ihr müsst auch nicht so groß kloppen wie so große Dinge, sondern ganz einfach so klein. Und ich schmecke einmalig. Ich drehe sie nochmal rum. Guck mal. Ei. Und knusprig die schon sind wir da. So. Hol ich mal die Löcher bitte. So. Und jetzt kann ich ihn mal rausholen. Mal das mal rausholen hier. Dann stelle ich mal schon auf eine Hefe nachher. So. Jetzt hole ich hier noch was aus dem Kühlschrank raus, dann habe ich noch was drin. Was habe ich dann da? Warte mal, was war denn das jetzt da? Schlagsahne. Ach so, ne, die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Das heißt, ich habe Blödsinn. Ich
muss ich das Fleisch erst später wieder machen. So, dann machen wir jetzt Onnenschee da drauf. Hey. Und Schnitzel ist fort. Hey. Wisst ihr? Ich hab's gewusst, jedes Mal kommen die in Stille draußen und machen jetzt. Jetzt klauen sie mir sogar schon im Studio, klauen sie mir schon das Essen, du. Weil sie jedes Mal draußen denken, sie kriegen nichts zu essen hier im Hinsehen. Also, ich mach's jetzt nochmal. Also, ich bin hier glatt. Also, das ist hier ein Knaller, du. So. Da. Jetzt seht ihr bei dem Schnitzel, ich dreh's mal rum, dass ihr nochmal seht, wie schön das hier oben, guck mal, wie schön das hier oben die Welle schlägt. Ne? Und ist einfach schon, ich müsste wieder rischen, jetzt machen wir es mal mehr raus. Aber so, dann machen wir auch gleich mal den Ofen aus, dass es jetzt auch brennt. Das legt er jetzt schön noch drauf daheim. Dann macht er hier oben drauf so eine schöne, wunderbare Zitrone. Und nebendran so ein paar schöne Preiselbeeren. Und mehr braucht ihr eigentlich gar nicht. Und wenn irgendeiner was dazu essen will, dann kann er dazu essen, was er will. Und das ist mein Wiener Schnitzel. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.